Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Box zum Film Roter Staub. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Film und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Roter Staub, das Ganze aus dem Jahr 1956. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es ist ein Film, der schon recht alt ist, wie gesagt, aus dem Jahr 1956. Wir haben hier eine Holzbox in so einer schwarz- bzw. dunkelbraun-roten Optik. Als erstes werden wir mal die Folie entfernen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So, also 2016 ist diese Variante hier erschienen, sprich 60 Jahre nach dem ursprünglichen Filmrelease. So, hier fällt auch schon gleich ein Zettelchen raus. Was haben wir hier? Also, das ist ein Infozettel, was wir hier vor uns haben. Und zwar haben wir hier die 4-Disc Collectors Edition des Films Roter Staub. Hier haben wir einerseits mal die Inhaltsangabe zum Film, dann haben wir hier rechts die Infos zum Boxinhalt. Also was haben wir mit dabei? Den Soundtrack, umfangreiches Zusatzmaterial, streng limitiert auf 500 Stück, also die Box gibt es 500 Mal, T-Shirt mit einem Motiv von Roter Staub und die PCE in der hochwertigen Holzbox. Also PCE, glaube ich, steht hier für Premium Collectors Edition. Roter Staub, dann haben wir hier noch den Cast, also so die bekanntesten Rollen, die Hauptrollen. Und was haben wir hier? Der junge Mexikaner Leonardo Michael Ray will den Stier Gitano bei sich aufnehmen, nachdem er diesem das Leben während eines großen Sturms gerettet hat. Die beiden entwickeln schnell eine starke Verbindung und für den Jungen ist Gitano der beste Freund in dessen Leben. Ihre Freundschaft soll jedoch bald ein jähes Ende finden, als der rechtliche Besitzer des Stiers diesen zurückfordert, um ihn in die Stierkampfarena zu schicken und durch Gitano eine Menge Geld zu machen. Während der junge Mexikaner sich auf die Suche nach seinem tierischen Freund begibt, verweilt dieser bereits auf dem Plaza de Mexica in Mexiko-Stadt, um sich dort in einer Show einem rücksichtslosen Matador zu stellen. Also einem Stierkämpfer. Roter Staub zeigt eine der schönsten Liebesgeschichten zwischen Mensch und Tier. Eine Achterbahn der Gefühle. So, dann haben wir hier die Special Features, Wendecover, US-Fassung, diverse Trailer, Artwork Galerie, 16-seitiges Booklet. Das Ganze ist ab 12 Jahren. Dann die technischen Daten zum Film und unten rechts gibt es noch einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Box an sich. Die kommt hier, wie gesagt, in so einer schwarz-dunkelbraunen Optik mit einem roten Aufdruck. Das Ganze hier aus Holz, rundum hier in dieser sehr dunklen Holzoptik. Dann lesen wir hier, diese Freundschaft überlebt alles. Roter Staub, The Brave One. Und dann haben wir hier noch ein, was lesen wir hier? Ein RKO-Radiofilm nach einer Vorlage von Dalton. Was steht hier? Trumbo, wenn ich es richtig lese. Okay. Uncut Limited Collectors Edition. Gut. Dann haben wir noch den Jungen abgebildet mit dem Stierkopf. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Blu-ray-Symbol finden wir auch. Das Ganze ist hier dann zum Aufziehen. Schätze ich mal. Auch wenn es nicht ganz einfach geht. Eieiei. Ah. Okay, ah, aber jetzt, so, nicht ganz einfach, aber es geht doch aufzuschieben. Von innen ebenfalls in diesem schönen Dunkelbraun hier mit dieser Maserung. Und dann haben wir hier den Inhalt. Als erstes haben wir hier einmal die Platinum Kult Edition des Films, in diesem Fall die 4-Disc Edition. Dann haben wir hier, das dürfte das Shirt sein. Und sonst ist ja nichts weiter drin. Die Box, wie wir sie sehen können, auch von innen komplett in diesem Dunkelbraun. Dann werden wir das Ganze mal wieder zuschieben. Ich hoffe, das geht jetzt etwas leichter als das Aufmachen. Ja, das geht überraschend einfach. Und dann schauen wir uns das mal an. So, einmal das Shirt. Holen wir mal aus der Verpackung. Und als zweiten Inhalt haben wir dann natürlich den Film in dieser Special-Variante.
Hier ist auch schon etwas aufgerissenes Plastik, aber ich glaube, ja, oh ja, hier bietet sich das gut an, entlang der Schweißnaht hier, wenn es gelingt. Oder wir fahren einfach hier rein. Das geht natürlich auch. So. Wunderbar. Der FSK 12 Hinweis, der war hier auf der Folie drauf. Bedeutet, er ist jetzt hier nicht mehr auf dem Cover. Das ist schon mal gut gelöst worden. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, Platinum Cult Edition, diese Freundschaft überlebt alles. Dann hier wieder die Infos, Titel und so weiter. Uncut und HD Remastered, DVD und Blu-ray. Wie gesagt, wir finden hier vier Discs vor. Wir haben hier einmal die Blu-ray, dann meines Wissens zwei DVDs und einmal die Audio-CD. So, das Ganze ist so ein Pappschuber hier. Dann kommt hier dann der eigentliche Inhalt drinnen zum Vorschein. Platinum Cult Edition. Gut, die Infos haben wir schon gelesen. Dann haben wir so einzelne Filmszenen auf Bild festgehalten. Und hier unten nochmal die Infos. Also all das haben wir schon bei der Box zur Kenntnis genommen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier leer. So, also das ist die Blu-ray. Hier haben wir den FSK 12er. Allerdings haben wir hier jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, ein Wendecover. Bedeutet, wir können das Ganze dann umdrehen. Dazu kommen wir dann gleich noch. So, alles gleich gestaltet. So sieht das von der Seite aus. Und ansonsten, ja, klassische Blu-ray, etwas dicker vielleicht. Lässt sich hier dann öffnen. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich vier Discs. Und zwar haben wir hier einmal das Ganze hier so zum Aufklappen und dann hier noch ein zweites Mal. Genau, so sieht das aus. Also bedeutet, hier Nummer 1. Schauen wir mal kurz, dass wir die rausholen. Genau. Das ist die, wie wir sehen können, Blu-ray-Variante von dem Film Roter Staub. Dann haben wir auf der Rückseite die DVD zum Film. Das ist die DVD. Und dann haben wir noch eine zweite DVD. Darauf befindet sich dann das Bonusmaterial. Das sieht so aus. Etwas abgeschwächter der Druck. Also da ist es sehr farbenfroh und kräftig. Hier dann etwas blasser, um die wahrscheinlich auch ein bisschen besser unterscheiden zu können. Und auf der vierten, hier hinten, haben wir dann den Soundtrack. Also zwei DVDs, eine Blu-ray und einmal hier die CD, der Soundtrack zum Film. Und dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick hier. Zum ersten haben wir hier einen Flyer, der sieht so aus. Das sind die Infos noch zum Soundtrack, sehr schön. Also die hat man hier aufgelistet. 19 Stück an der Zahl haben wir auf der CD mit drauf. Dann haben wir hier die Sachen zum Film. Also einerseits natürlich das Booklet. Oh, hier ist auch nochmal. Was haben wir hier? Platinum Cult Edition, die große 10 plus 1 Aktion. Okay. So, also hier geht es dann los. Behind the Scenes. Hier haben wir so Infos zum Film, zur Entstehung, altes Artwork und dann eben entsprechend noch Werbung für andere PCEs, für Platinum Cult Editions. Kann man hier durchblättern. Jede Menge Text und Fotos, so sieht das aus. Dann hier noch irgendein Infoflyer zu Platinum Cult Edition. Und was mich jetzt interessiert, wir haben ja das Werbe, sage ich schon, das Wendecover. Denn wir können das hier umdrehen. So, wie wir hier sehen können, ist der 12er groß drauf und hier auf der anderen Seite nicht. Bedeutet, wenn wir jetzt diese Seite hier reinpacken, also das Ganze einmal umdrehen, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Genau, das sieht doch schon deutlich besser aus. Ohne den FSK 12 Hinweis gefällt mir das gut. Ja, und ich werde es auf jeden Fall bei diesem Wendecover belassen. So, die Inhalte, diese ganzen Flyer und der Infozettel hier zu dem Soundtrack, das packen wir hier alles wieder rein. Einmal, zweimal, dreimal und dann das Buckel drüber. Und als letzten Inhalt kommen wir dann noch zu dem Shirt. Das sieht so aus. So. Ja, das sieht echt so aus, als wäre es
schon einige Jahre alt, also so vom Design, von der Optik, so ein klassisches altes, ja, Nostalgie-Cover, Poster, wie auch immer. Hier oben lesen wir einmal den Filmtitel im Originalen, also im Englischen heißt der Film ja The Brave One. Das war hier auch entsprechend abgebildet, das T-Shirt. Hier unten lesen wir dann noch in Stereophonic Sound CinemaScope Technicolor. Und auf der Rückseite ist das Ganze hier komplett in Schwarz, also kein Aufdruck hier, kein Neckprint, kein Backprint. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Explode Collection Master in der Größe L. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir hier die Platinum Cult Edition in diesem Pappschuber mit insgesamt 4 Discs drinnen. Einmal der Film auf Blu-ray, einmal der Film auf DVD, dann die DVD mit dem Bonusmaterial und die Audio-CD mit dem Soundtrack zum Film. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Roter Staub. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Film bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr den Film feiert, falls ihr Roter Staub unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.